Sich online als alkoholabhängig outen. Ich bin Sophia, 27 Jahre alt und ich bin Alkoholikerin. Sophia hat das gemacht. Ich hatte dann auch Angst, wie mein Umfeld darauf reagiert. Dann ist es ja schon erstmal so ein Schockmoment. Das hast du eigentlich überall, dass du damit konfrontiert wirst. Jahrelang ist Sophias Alkoholsucht kaum aufgefallen, weil sie nämlich trotzdem sehr leistungsfähig war. Also du hast in der Zeit, in der du alkoholabhängig warst, ein Magazin mit 13 MitarbeiterInnen gegründet. Genau. Immer eigentlich funktioniert. Alkoholsucht und Leistung bringen, wie passt das zusammen? Wenn ihr das Gefühl habt, ihr trinkt unkontrolliert oder zu viel, dann findet ihr Hilfsangebote in der Infobox. Hallo. Und du bist aber jetzt recht neu hier in der WG, oder? Genau, ich wohne jetzt seit letzter Woche hier, aber ich kenne das Kiez schon. Warst du denn hier auch zum Feiern öfter? Ja, auf jeden Fall. Früher sind wir nur zum Feiern hergefahren. Wie es heute für sie ist, in diesem Feierkiez unterwegs zu sein, erlebe ich heute Abend noch. Dass sie Alkoholikerin sein könnte, daran dachte Sophia damals jedenfalls nicht. Für mich war der typische Alkoholiker oder Alkoholikerin immer schon der Obdachlose, der auf der Straße liegt und zum Bier greift. Wie viel hast du denn getrunken? Also so eine Flasche Wein konnte ich auf jeden Fall alleine trinken und dann konnte ich auch noch Bier und Schnaps, denke ich, auch dazu. Aber ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich habe schon viel vertragen. Und gab es auch Phasen, in denen du jeden Tag getrunken hast? Nee, das hatte ich nie. Aber wenn man mal so die ganzen Blackouts, die ich in meinem Leben jetzt schon hatte, zusammenzählen würde, wäre bestimmt mindestens ein Jahr meines kompletten Erinnerungsvermögens schon weg. Oder vielleicht ein halbes, zwischen einem halben und ein Jahr, kann man ungefähr sagen. Boah, das ist ja also so viele viel. Hatte ich schon. Also quasi jedes Wochenende Blackout. Ja, fast. Und das halt seitdem ich 14 bin. Und es gab dann immer mal wieder auch Phasen, also es war auch nicht jedes Wochenende so. Es gab aber auch mal Wochenende, wo ich zwei Blackouts hatte zum Beispiel. Also kam auch vor. Sophia hat also nicht ständig getrunken, aber wenn sie getrunken hat, dann oft unkontrolliert, einmal sogar bis in die Ausnüchterungszelle. Wir waren dann in der Bar und haben dann halt Cocktails getrunken und dann auch gleich Shots dazu und dann ist das ausgeartet. Also ich habe dann so viel getrunken, dass die dann den Krankenwagen gerufen haben. Und dann bist du am nächsten Morgen aufgewacht und warst in der Zelle? Ja. Mit einem anderen Mädchen zusammen, die vom Oktoberfest kam. Wie hast du dich denn damals gefühlt, wenn du Alkohol getrunken hast? Naja, gut. Also, hab halt gemerkt, dass ich lockerer werde und so der Stress und Druck halt von mir loslässt. Also, ich bin halt ein Typ Mensch, ich denke halt wahnsinnig viel über Situationen, Menschen und vergangene Gespräche und so weiter nach. Und wenn ich getrunken habe, dann konnte ich das halt so beiseite schieben. Das ist die eine Seite von Sophias Leben. Die andere? Sophia gründet mit Mitte 20 ein eigenes Magazin, Die Verpeilte. Geschichten über Tabuthemen. Wie viele Stunden die Woche hast du daran gearbeitet? Auf jeden Fall über 40 Stunden. Und wie viele MitarbeiterInnen hast du? Wir sind jetzt 13 Leute insgesamt. Also du hast in der Zeit, in der du alkoholabhängig warst, ein Magazin mit 13 MitarbeiterInnen gegründet. Genau. Du warst ja dann schon sehr leistungsfähig offensichtlich. Ich meine, du hast das aufgebaut, du hast die ganze Redaktion aufgebaut. Du hast da sehr viel Zeit reingesteckt. Ey, jede Minute meiner Freizeit, das war das Allerwichtigste für mich. Und du hast das alles auf die Kette gekriegt, trotz Alkohol. Ja, hat immer eigentlich funktioniert. Immer funktioniert. Wie passt das mit der Sucht zusammen? Darüber spreche ich jetzt mit Nathalie Stüben. Sie war früher selbst alkoholabhängig und berät inzwischen andere, die mit dem Alkohol aufhören wollen. Auch Nathalie spricht offen über ihre Suchterfahrungen, unter anderem auf ihrem YouTube-Kanal Ohne Alkohol mit Nathalie. Ich habe ja die Sophia begleitet, die bezeichnet sich als Rauschtrinkerin. Ich glaube, du hast ja auch so mit Rausch relativ viele Erfahrungen gemacht und die hat halt regelmäßig bis zum Blackout getrunken, hat aber im Alltag echt so, ja, ganz gut funktioniert. Das war auch genau mein Suchtmuster. Also dieses, wenn ich einmal angefangen habe zu trinken, dann habe ich kein Ende gefunden. Dann habe ich auch getrunken,
bis ich besinnungslos war. Immer bis zum Blackout. Ich habe nie täglich getrunken, mir haben nie die Hände gezittert. Das wird bei ihr wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Und das ist so trügerisch, weil wir ja im Kopf haben, wenn mir nicht die Hände zittern oder wenn ich nicht täglich trinke, dann kann ich kein Alkoholproblem haben. Aber diese Form von Trinkverhalten ist genauso abhängiges Verhalten. Und das war für mich zum Beispiel auch ein Aha-Erlebnis sondergleichen, dass dieser Kontrollverlust einer der Kernkriterien von Abhängigkeit sind. Leistung bringen und alkoholabhängig sein. Wie gut passt das denn aus deiner Sicht so zusammen? Das passt sehr gut zusammen. Also ich kenne wahnsinnig viele, gerade auch von meinen Programmteilnehmerinnen und Programmteilnehmern, die also bis zuletzt im Job performen. Wir haben sehr viele High-Functioning-Leute rumlaufen, die ein Alkoholproblem haben. Was bedeutet High-Functioning? Kannst du das nochmal erklären? Ja, das sind die Leute, die nach außen hin betrachtet ihr Leben noch ganz gut auf die Reihe kriegen, die aber innerlich schon unter einem großen Alkoholproblem leiden. Im Job läuft's für Sophia damals, aber privat hat sie oft Ärger wegen Alkohol, verliert Freundschaften, fühlt sich körperlich und seelisch oft schlecht. Ein Wendepunkt: Interview mit einem Alkoholiker. Ich wurde dann am Abend zuvor auf eine Party mitgenommen und da gab's dann Freigetränke. Und dementsprechend hatte ich dann auch ziemlich viel Intus am Abend und am nächsten Morgen war ich dann halt super verkatert. Du bist quasi verkatert zum Interview mit einem Alkoholiker gekommen. Genau, genau. Und dann kam der eben, mein Interviewpartner, und der hat das natürlich direkt gemerkt, dass da was los ist. Und als mein Fotograf dann auf Toilette war, hat er mich dann halt direkt gefragt, wie viel ich trinke. Das ging mir sehr nahe, diese Frage. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich so wirklich den Gedanken auch hatte, dass ich eine Alkoholikerin sein könnte. Sie trinkt trotzdem erstmal weiter, bis zu einem Tag 2 Monate später, letztes Jahr im Oktober. Also das war jetzt nicht mal so, dass der Abend einer von den schlimmen Abenden, sage ich jetzt mal, wo ich getrunken habe. Aber der war halt einfach so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Verkatert im Bett beschließt sie, nie wieder Alkohol zu trinken und schreibt spontan ihre Gedanken dazu auf. Eigentlich nur für sich, privat. Ja, und dann habe ich das Hals über Kopf einfach veröffentlicht und mit einem Bild von mir, wo ich ein Bier gerade trinke. Und ich habe das dann halt so betitelt, ich bin Sophia, 27 Jahre alt und ich bin Alkoholikerin. Und mit dieser Veröffentlichung ist quasi so unterschrieben und die steht jetzt, die Entscheidung, die kann ich dann auch nicht mehr zurücknehmen. So viele Jahre erzähle ich mir schon immer und immer wieder dieselbe Lüge, morgen höre ich auf. Was das für ein Ausmaß annehmen wird, das war mir echt nicht bewusst. In kurzer Zeit prasseln etliche Nachrichten auf sie ein. Hat dich das überfordert, diese Reaktion der Leute? Ja, wahnsinnig. Das war mir viel zu viel. Und ich hatte dann auch Angst, wie mein Umfeld darauf reagiert. Tja, was dachten die anderen? Das werde ich gleich erfahren von Sophias Arbeitskollegin Anne. Aber erstmal holen wir uns was zu trinken. Übrigens, wenn ihr öfter Filme zu Tabuthemen sehen wollt, abonniert uns. Ja, du bist ja schon in der Gegend, wo auch eher viel los ist, ne? Ja, man ist mitten im Geschehen, ob man will oder nicht. Wo wahrscheinlich auch viel getrunken wird. Ja, auf jeden Fall. Aber das hast du eigentlich überall, dass du damit konfrontiert wirst. Sprechen dich auch Leute darauf an, ey, du trinkst ja gar nicht? Immer. Ja? Immer. Manchmal spielen Leute dabei auch Sophias Sucht runter. Du kannst darüber denken, was du möchtest, aber wenn du anfängst, mir zu erzählen, dass ich eigentlich gar kein Problem habe, damit du dich selber besser fühlst, das ist das, was dann auch einfach, finde ich, für mich gar nicht klar geht. Jetzt holen wir uns was zu trinken in einem Späti voller Alkohol. Bist du da in sowas am Anfang auch noch mit einem komischen Gefühl reingegangen? Nee, gar nicht. Nie. Das war nie ein Problem für mich. Nee. Gut, dann komm. Ich überlege dann immer noch so, ob es eins war, aber nee, eigentlich nicht. Wir haben ein bisschen Ärger bekommen, weil wir uns eine Limo geholt haben. Nicht von den Leuten da drin, sondern von Sophia. Warum findest du das so blöd? Ja, weil das halt dieses Bild vermittelt, dass es in meiner Gegenwart nicht in Ordnung ist, alkoholische Getränke zu trinken. Und das möchte ich nicht vermitteln, dieses Bild, sondern es ist sehr wohl in Ordnung und auch erwünscht.
Und ich finde das ganz wichtig, das auch nochmal zu sagen, weil es gibt, glaube ich, viele Menschen, die sich da nicht sicher sind, wie man da richtig handelt. Und die richtige Reaktion ist, das zu machen, was man möchte und nicht die Entscheidung davon beeinflussen zu lassen, weil ich jetzt entschieden habe, nichts mehr zu trinken. Weil das vermittelt mir dann wiederum ein schlechtes Gefühl. Aber das ist ja auch für uns vielleicht auch eine Inspiration zu sagen, hey, ist doch ein guter Anstoß. Ach, ja, aber das nervt mich schon. Nehmen wir doch mal. Gut, dann ja, also ich meine, ich verstehe das auch, also ich verstehe schon so den Gedankengang dahinter. Aber ich finde halt auch, also dadurch, dass man das halt mehr reflektiert, auch vielleicht sein eigenes Konsumverhalten, habe ich das, ist mir das halt auch schon aufgefallen, dass wenn ich mich zum Beispiel mit dir getroffen habe oder mich mit dir treffe, dass ich unterbewusst auch nicht oder eben nicht so bewusst daran denke, dass ich noch Alkohol mitnehmen muss. Wenn ich mich sonst vielleicht mit FreundInnen getroffen habe, war das halt immer so, okay, und danach oder bevor ich da hingehe, gehe ich nochmal in den Supermarkt, ich hole vielleicht eine Flasche Wein oder ich hole eine Flasche Sekt und die wird dann halt mitgenommen. Und das ist halt das Schöne, dass das eben auch dadurch, dass du so offen damit umgehst, halt auch so ein bisschen gebrochen wird, aufgebrochen wird einfach. Also ja, das stimmt auch. Und das, ich meine, wenn man das jetzt mit dem anderen Beispiel vergleicht, wo ich halt dann dazu aufgefordert werde zu trinken, ja, ist das natürlich die bessere Variante von beiden. Hattest du denn irgendwie geahnt, dass Sophia ein Alkoholproblem haben könnte vorher? Gar nicht. Vielleicht auch eben genau, weil wir uns noch nicht so lange kannten und man vielleicht auch noch dieses Bild im Kopf hat, wenn man so richtig Alkoholikerin ist, dass man dann sein Leben ja nicht auf die Reihe bekommt, aber dann ist da eine Person, die so ihr eigenes Magazin aufzieht, dann ist das ja schon erstmal so ein Schockmoment. Also wenn ich mich richtig erinnere, habe ich dir dann auch, glaube ich, gleich geschrieben, wie krass ich das finde und auch vor allem wie mutig und dass ich dann auch, glaube ich, abends mich mit meinem Freund drüber unterhalten habe, aber auch so im Sinne von, boah, ist schon krass und dass man sich vielleicht auch selber mal so reflektieren müsste, also dass man das wirklich wie so ein bisschen als so einen Denkanstoß genutzt hat auf jeden Fall. Krass, ich wusste gar nicht, dass sich das so krass geprägt hat, dass du dann abends noch mit Felix darüber gesprochen hast. Ja, weil ich sag mal, dadurch, dass, ne, ich meine, wir sind halt in so einer Alkoholnation einfach aufgewachsen. So, ich meine, in Deutschland fängt man an, so Jugendweihe, man ist 14 und es wird einem das erste Glas Alkohol hingestellt. Und man hat auch viele Leute in seinem Bekannten- und Familienkreis, wo man weiß, die haben definitiv ein Alkoholproblem. Oder die Leute sollten definitiv weniger Alkohol trinken oder vielleicht nie wieder Alkohol trinken. Und wird aber vielleicht verschwiegen oder man redet natürlich nicht gerne drüber. Und von daher fand ich das halt einfach krass und auch so super wichtig, eben da offen drüber zu reden. Ja, und mich haben dann auch einige Leute darauf angesprochen, dass ihnen das ähnlich geht, aber sie sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Auch die sogar teilweise, aber Monate später schon, so von Leuten, die ich noch von früher kenne aus der Schule, die dann auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, ich finde das übrigens toll, dass du dazu stehst in der Öffentlichkeit und auch ganz wichtig. Aber ich habe mich auch gar nicht selbst getraut, so den Beitrag zu liken, weil das ja jemand sehen könnte, den ich kenne und dann ich damit irgendwie identifiziert werde. Das fand ich dann schon auch krass. Sophia hat seit dem Artikel vor einem Jahr keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Freundinnen und Familie unterstützen sie dabei. Sie hat sich selbst neu kennengelernt und fühlt sich viel besser. Als Alkoholikerin bezeichnet sie sich immer noch. Ich habe während der Recherche gemerkt, dass in meinem Kopf schon noch so ein paar Klischees waren. Ich dachte zum Beispiel, dass du als Alkoholikerin jeden Tag Alkohol trinkst und dass du ohne gar nicht kannst. Es gibt aber nun mal verschiedene Arten von Alkoholsucht. Und auch wenn du total krasse Leistungen bringst, kannst du trotzdem alkoholsüchtig sein. Und mein Kollege Ben, der hat mal 4 Wochen auf Alkohol verzichtet. Den Film findet ihr hier. Und hier gibt es noch eine Doku von True Doku zum Thema Alkoholsucht. Wenn euch dieser Film gefallen hat, dann bin ich mega dankbar, wenn ihr ein Abo da lasst. Danke und ciao.